Wisst ihr, was ich mich eigentlich die letzten 20 Jahre immer wieder frage, obwohl ich noch gar nicht so alt bin? Was machen wir hier eigentlich alle? Gerade wenn ich was davon höre, Energiekrise, Krieg und was auch immer, Corona-Maßnahmen, es macht doch einfach alles gar keinen Spaß mehr, oder? Warum verbringen wir unsere Zeit hier einfach mit dem ganz normalen Alltag? Warum gehen wir nicht raus und erleben was von der echten Welt? Denn das, was am Ende unseres Lebens doch bleibt, sind wunderschöne Momente mit wunderschönen Menschen an wunderschönen Orten. Lasst mich mitnehmen in die kleine Welt von mir selber. Schon als ich 4 Jahre alt war, und hier seht ihr mich auf dem Foto, war ich ein kleines Energiebündel. Was für mich damals extrem wichtig war, ich wollte Dinge entdecken, ich wollte Abenteuer. Was da gar nicht gehen durfte, war Langeweile. Ich bin niemals den gleichen Weg zweimal gegangen, weil es könnte ja langweilig werden und ich wollte immer was erleben. Damals mein absoluter Endgegner, lange Autofahrten. Da saß ich eingeschnallt in meinem Kindersitz und habe mir die ganze Fahrt lang nur langweilige Autobahnen angeguckt. Alle 5 Minuten habe ich meine Mama gefragt, wann sind wir endlich da? Und sie sagte ganz ruhig und gelassen, wenn wir zur Tür reinkommen. Höchst unbefriedigend damals mit 4 Jahren fand ich ganz, ganz schrecklich. Und mir war klar, irgendwann, wenn ich groß bin, da will ich beamen können, weil ich die Möglichkeit haben will, all diese langweiligen Zeiten zu überbrücken und sofort an wunderbare Orte anzukommen. Und ich weiß, wir können heute noch nicht beamen, aber es ist schon ziemlich viel möglich und ich werde euch auch gleich mit auf unsere Beamreise nehmen. Vorerst möchte ich euch erzählen, wie ich dieses Jahr auf dieses Thema überhaupt gekommen bin. Als ich im Sommer an dieser Rede gearbeitet habe, hatte ich das Glück, ganz viele Kollegen im Büro zu haben, die mir erzählt haben, was für wundervolle Orte sie dieses Jahr schon entdecken durfte. Ich hatte eine Kollegin, die erzählt hat, wow, ich war an der USA-Westküste und hatte die Möglichkeit, so wunderbare Landschaften zu sehen, tolle Natur, die Tiere. Und alles, was ich sehen konnte, sie ist gar nicht mehr aus dem Schwärmen herausgekommen. Und sie hat es auch gar nicht geschafft, wieder richtig im Alltag anzukommen, weil sie noch so geflasht war von ihrer Reise. Eine andere Kollegin erzählte mir, dass sie in Italien war und das Gelato Italiano natürlich super lecker war und sie mit all den Gerüchen und Eindrücken, die sie auf ihrer Reise hatte, noch gar nicht wieder zurück angekommen ist. Ich als Balkonien-Urlauberin konnte einfach nur mitschwärmen und zuhören, was mir die Kollegen alles erzählt haben. Und was alle Urlaubserzählungen immer gemeinsam hatten, waren das Strahlen der Kollegen in den Augen, während sie es erzählt haben. Und übrigens, habe ich da eigentlich noch Bilder? Gut, haben wir nicht. Aber alles gut. Und darauf zurückzukommen, das, was die miteinander vereint hatten, war das Strahlen in den Augen und immer wieder die Aussage, der Urlaub ist viel zu kurz. Und da habe ich mich doch gefragt, wie können wir dieses Strahlen und diese Leidenschaft, die die Kollegen aus dem Urlaub mitbringen, mehr in unser Alltagsgeschäft einbringen? Denn dieses Strahlen und die Leidenschaft, die war so ansteckend, dass ich mir gedacht habe, das müssen wir doch nutzen. Und da habe ich mir überlegt, wie wir das miteinander verbinden können, um unsere Work-Travel-Balance zu verbessern. Und das Ganze möchte ich jetzt mal eben mit euch gemeinsam ausprobieren und ich hoffe, ihr macht alle mit. Auch die da draußen gerade an der Kamera. Ich würde jetzt gerne gemeinsam mit euch beamen. Und ich kann es kaum glauben, dass mein Kindheitstraum in dieser Art und Weise jetzt doch wahr wird. Und dafür bitte ich euch alle, doch mal die Augen zu schließen. Lasst euch darauf ein. Macht mit, auch wenn es heute schon spät ist. Schließt die Augen und atmet einfach mal dreimal tief ein und aus. Vor eurem inneren Auge seht ihr die endlosen Weiten des Ozeans. Ihr seht das türkisblaue Wasser vor eurem Auge und spürt den Wind, der leicht durch eure Haare weht. Irgendwo weiter weg hört ihr auch ein paar Möwen,
die über das Meer ihre Bahnen ziehen. Das Meer kommt und geht in Wellen, wie ihr es gerade hören könnt. Es bleibt als sanftes Rauschen im Hintergrund. Und ihr nehmt euch ganz wahr. Und nun gebt mal eure Konzentration in die Füße. Ihr steht auf weißem Sandstrand. Und ihr bohrt eure Zehen noch tiefer hinein in dieses ganz weiche Gefühl des Sandes. Ihr spürt die Wärme der Sonne auf eurer Haut. Und setzt euch auf einen Liegestuhl, der da steht und auf euch wartet. Vor euch steht eine Kokosnuss, die ihr jetzt in eure Hand nehmt und einen tiefen Schluck daraus nehmt. Das ist genau das, was ihr nach so einem Tag gebraucht habt. Ihr fühlt euch ganz leicht und frei. Euer Geist hat heute nichts mehr zu tun. Und während ihr da sitzt und das alles in euch aufsaugt mit all den Erlebnissen, kommen euch ganz viele neue Ideen. Und ihr bekommt mehr Freiraum, eure Herausforderungen zu lösen. Wo ihr vorher noch Herausforderungen gesehen habt, seht ihr jetzt ganz klar die Antworten auf alle eure Fragen. Ihr fühlt euch ganz leicht und gelassen und kommt ganz bei euch an. Saugt dieses Gefühl noch einen Moment für euch auf und nehmt alles mit, was ihr von dort mitnehmen möchtet. Verabschiedet euch langsam von diesem wunderschönen Ort, den ihr euch gerade selbst kreiert habt. Und wenn du soweit bist, dann komm wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne deine Augen. Wow, oder? Also so oder so ähnlich habe ich mir Beamen vorgestellt. Nur noch intensiver und mit noch mehr Emotionen und mit noch mehr Sinnen, die wir ansprechen können, wenn wir diese Technologie wirklich nutzen. Und dieses Gefühl, was ich gerade eingestellt habe, war ja jetzt eher etwas sehr Privates, Achtsames für jeden von uns einzeln hier. Und wenn wir uns jetzt aber mal vorstellen, dass wir das, was wir gerade selbst gemacht haben, nicht nur nutzen, um uns in unserem persönlichen Wellbeing was Gutes zu tun, sondern auch mit unseren Kunden, Partnern oder Kollegen so Business zu gestalten, mit all dem Freiraum, der gerade entstanden ist, dann kann ich mir vorstellen, dass so Business noch viel, viel mehr Spaß macht, wenn man gemeinsam an ferne Orte reist und sich gemeinsam den Freiraum in dieser Zusammenarbeit schafft. Ich stelle es mir zumindest sehr, sehr schön vor. Und ich sage euch jetzt was. All diese Sachen, was wir gerade in Numenta gemacht haben, ist ja heute sogar technologisch schon möglich. Also wir haben heute schon gehört, es gibt VR-Brillen, Anzüge, Räume, Handschuhe, Metaverse. Wir sprechen über all diese verschiedenen Technologien. Aber mal Frage in die Runde hier im Raum und ihr zu Hause dürft auch gerne mitmachen. Wie viele von euch haben Virtual Reality schon wirklich mal ausprobiert? Dürft gerne mal die Hand heben. Ich auch. Das ist hier im Raum ungefähr die Hälfte.
Und ich möchte alle, die heute hier zuhören, einladen, Virtual Reality tatsächlich mal für sich auszuprobieren. Denn all das, was wir gerade mit dieser Fantasiereise gemacht haben, können wir noch viel, viel mehr intensivieren, wenn wir das Ganze auch mit der Möglichkeit von Virtual Reality ausprobieren. Und wenn wir das dann noch verbinden mit all der Zusammenarbeit und die Freiräume, kann ich mir vorstellen, dass die Zusammenarbeit so, so viel leichter wird. Denn Kundenverhandlungen am Strand fühlen sich sicher irgendwie besser an als in eingepferchten Meetingräumen. Aber nicht nur für unsere Kunden ist das alles eine Möglichkeit, die uns anbietet, Business zu machen, sondern ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass wir Virtual Reality hier an den Standorten für unsere Mitarbeiter zugänglich machen. Denn eigentlich haben wir als Artus schon das ganze Werkzeug, was wir nutzen können, um diese Technologie umzusetzen. Und wenn es an Standorten Möglichkeiten gäbe, für jeden Mitarbeiter einfach mal vorbeizukommen, die VR-Brille, und ich habe hier mal eine dabei, die wir hier am Standort haben, einfach mal aufzusetzen während einer Mittagspause oder eine Zwischenpause, die man einfach gerade hat, es auszuprobieren, dann können auch unsere Mitarbeiter mit dieser Leichtigkeit und Leidenschaft Virtual Reality anderen schmackhaft machen. Und wenn nicht wir als IT-Dienstleister unseren Mitarbeitern diese Möglichkeit bieten, einfach mal fernweg zu reisen und auch was für die Mental Health unserer Mitarbeiter zu tun, wer denn sonst? Wenn wir das nicht an den Standort machen können, dann würde ich euch einladen, das einfach mal selbst auszuprobieren an verschiedenen Möglichkeiten und Orten, die es schon gibt. Ich selbst habe die VR-Achterbahn im Europapark ausprobiert und bin mit dieser Virtual Reality Brille in den Film Valerian eingetaucht und habe es ausprobiert. Und ich fand es echt eine mega Erfahrung. Es ist ein totaler Unterschied, ob man Achterbahn einfach nur so fährt oder eine Brille dabei auf hat. Für Gamer gibt es natürlich auch schon zig Möglichkeiten und ich denke, einige hier im Raum oder auch zu Hause werden auch Gaming schon in der Szenario ausprobiert haben. Es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, das heute schon zu machen. Oder es gibt auch Events, die man vielleicht zu Weihnachten oder gemeinsam mit der Familie machen kann, Escape Rooms oder Online-Geschichten, wo man Gaming verbindet, gemeinsam auch mit Freunden oder Bekannten das zu machen. Es gibt auf jeden Fall Plattformen und Anbieter, die heute schon da sind. Und man muss ja mal sagen, wir als Artus haben eigentlich schon all die Zutaten und Möglichkeiten, die uns heute bestehen, diese Technologie erlebbar zu machen für jeden Einzelnen, nicht nur für Kunden, sondern auch unsere Mitarbeiter. Und das haben wir gezeigt bei der Hannover Messe dieses Jahr, einfach auch dort es erlebbar zu machen für all die, die da waren. Auch die Art Manufacturing Exhibition, die wir gemacht haben, haben wir gezeigt, dass wir es können. Und wir werden es auch zeigen im Dezember auf der AWS reInvent in Las Vegas. Also ihr seht, wir haben all das Tool und die Werkzeuge, das heute schon auch für uns als Unternehmen zu nutzen. Und ich lade uns als Artus auch ein, das für uns erlebbar zu machen. Denn am Ende geht es darum, dass die Emotionen verbunden werden mit dem Erlebnis, was der Mensch mit uns hat. Um es in den Worten von Mandy Angelou zu sagen, "People will forget what you said. And people will forget what you did. But people will never forget how you made them feel." Und das ist etwas, was uns auch als Alleinstellungsmerkmal als Artus dienen kann. Deswegen lade ich euch jetzt ein, alle hier draußen, die zuhören und auch die, die hier sind, probiert Virtual Reality direkt aus. Entweder jetzt hier mit dem Oculus oder ihr bastelt es euch selber. Es braucht eigentlich gar nichts mehr dazu. Probiert es aus, macht euch frei für euch, für euer Business. Und einfach auch für all die Kunden und Menschen, die ihr in eurem Leben begeistern könnt. Beam us up, Scotty.